Und dann brauchen wir wieder etwas Koks. Oder wir nehmen einfach mal, frech wie wir sind, etwas Holzkohle. Was nehmen wir denn? Wir brauchen, nehmen wir mal 11 Stück. Die müssten passen, damit er voll wird und er voll wird. Verbrauchen tun ja sowieso noch ein bisschen was. Aber dann haben wir da schon mal wieder ein bisschen was da. An Energie. Das kann hier erstmal rein. Das kann weg. Das hau ich gleich oben wieder drauf. Sobald er hier fertig ist. Und dann müsste es eigentlich auch schon wieder Tag werden. Sehr schön. Ihr könnt mir ja auch gerne dazu schreiben, was ich an meinem Let's Play noch besser machen könnte. Bitte kommt jetzt nicht damit und sagt, ihr möchtet hier noch Hintergrundmusik hören mit irgendwas. Weil Hintergrundmusik, da hat die GEMA meistens irgendwas dazu noch zu sagen. Und das möchte ich... Mit denen möchte ich mich nicht anlegen, weil die haben die besseren Anwälte. Ich habe nämlich keine. So. Wir haben die Filter unten gelassen, verdammt. Die müssen wir wiederholen. Es heißt zwar immer, man könnte zwar, weil YouTube basiert auf amerikanischem Recht, ja, aber ihr sitzt in Deutschland, Leute. Das ist ja schön, dass sie YouTube nicht belangen können, euch können sie belangen. Das sehen nämlich immer viele nicht. Das nehmen wir mit. Den Hebel nehmen wir auch noch mit. Ist egal, das ist alles... Sieht gut aus. Koks werden wir mitnehmen auf jeden Fall. Und dann sieht das erstmal recht praktisch aus. Wir werden jetzt erstmal die Maschine an sich bauen. Dann werden wir die Stromversorgung bauen und danach werden wir die Ansteuerung der Maschine bauen. Die werden wir vielleicht in den Keller legen, vielleicht auch nicht. So, jetzt werde ich erstmal kurz was essen noch zwischendurch hier. Zack, und dann kommen die ganzen Erfahrungspunkte auch mit. Ich finde es jetzt echt schön, dass man ja dank der neuen Erweiterung, also dank dem Update, die Bücher verzaubern kann. Das finde ich wahnsinnig praktisch, muss ich sagen. So, hier drauf werden wir einen Filter platzieren. Was ich jetzt gerade nicht kann. Sekunde, dann muss ich mir mal einmal ein bisschen Erde abbauen zum Draufsteigen. Aus dem einfachen Grunde, warum das so ist, warum die und der Filter dahin soll, das ist ganz einfach erklärt. Nein, halt. Aus dem Grunde, dass ich auf der falschen Seite stehe. Hier kommt zwar auch ein Filter rein, der kommt aber andersrum rein. So, wir brauchen hier einen Filter. Zack, der von oben befüllt wird. Dann brauchen wir dasselbe hier drüben auch nochmal. Halt, nein, ich muss da wieder Shift dazu drücken. So, hier kommt der zweite Filter rein. Dann können die Dinger hier nämlich erstmal wieder weg. Und hier hinten möchte ich dann auch noch einen Filter rein haben. Dann müssen wir aber erstmal anders bauen für. Sekunde, da muss ich einen Rohr dazwischen bauen. Nein, der hätte bleiben sollen. So, hier muss der Filter andersrum rein. Huch. Halt. Und hier drüben genau dasselbe. Wie gesagt, wenn ihr Ideen habt, wie man das Ganze noch effizienter gestalten kann. Ich möchte aber gerne bei diesem Röhrensystem bleiben. Was mache ich denn hier? Der hätte bleiben müssen. Zack. Der muss raus. Dann können wir, wenn ihr da Ideen habt, wie man das effizienter gestalten kann, dann sagt mir bitte, bitte Bescheid. Verdammt, jetzt habe ich die Filter genau falsch rumgesetzt. Egal, kriegen wir hin. Hier kommen nämlich die Filter andersrum rein. Zum Glück kann man die Filter verlustfrei wieder abbauen, das ist ganz praktisch. So, hier, so rum kommen die rein. Du wieder raus. Zack. Jetzt wisst ihr bestimmt immer noch nicht, was ich hiermit überhaupt vorhab. Ja, das passiert nämlich, wenn man die Filter so setzt, dass man daneben steht. Man muss drüber stehen. Muss ich mal einmal gucken, wie ich das am besten mache. So. Und hier dasselbe, da unten liegt noch ein Filter, den werden wir gleich mal mitnehmen. So, das funktioniert. Das sind Eingangsfilter, das werden Ausgangsfilter. Beziehungsweise genau andersrum.
Warte mal, nee, das sind Eingangsfilter, er pumpt. Passt. So, jetzt muss ich mich hier nochmal eben etwas hochbauen, damit ich jetzt hier nämlich die Anbindung setzen kann an... Halt. Das hätte ich gerne hier weiter mittig rüber. Zack. Und zack. So, mein Plan ist nämlich, dass hier hinten eine Truhe hinkommt. Diese Filter werden durch einen Timer angesteuert. Und das hier sind Eingangsfilter für... Hier kann man zum Beispiel die Macerator drüben hinsetzen und hier die Furnaces. Soll heißen, alles was hier durchgepumpt, was er hier rauszieht, wird hier durchgepumpt, hier hoch, verteilt sich hier nach links und rechts. Wir werden hier in der Mitte, werden wir noch eine Bahn rüber bauen. Und dann werden wir das hier so bauen, damit der Weg etwas länger ist. So. Und dann, huch, das war ein zu weit. So, wir müssen nämlich hier die Truhe hinkriegen. Das heißt, wir kommen hier wieder runter. So, das System funktioniert nun folgendermaßen. Sagen wir kommen in der ganzen Fuhre verschiedenste Erze an. Allen möglichen Krimskrams. Sagen wir mal 6 verschiedene Sachen. Wir haben aber nur 4 Maceratoren. Das heißt, 2 der Erze würden irgendwo einen Filter verstopfen. Hier werden wir die Erze dann reinschmeißen, dass die durchgefiltert werden. Hier gehen die ganzen Erze durch, gehen hier jeweils in die Maceratoren, fängt hier von vorne an, geht dann nach hier hinten durch. Wenn mehr Erze, verschiedene Erze runterkommen, als die Dinger gerade gebrauchen können, pumpt er sie durch diesen Filter, in dem wir nichts reinpacken, wieder hoch und das Ganze geht zurück hier rein. Das hier wird der Ausgangsfilter, hier kommen nachher die fertigen Sachen raus, dazu aber dann gleich mehr. Sind jetzt, das Ganze funktioniert hier drüben bei den Furnaces übrigens dann genauso, sind jetzt Sachen bei, die in diesen Filtern nicht drin sind, würde er sie nicht rauspumpen, beziehungsweise er würde sie rausziehen, aber die Filter würden verstopfen, das heißt, die Maschine würde stillstehen. Deswegen dieses Ding hier in der Mitte, wo dann nämlich die Sachen langlaufen, die in diese beiden Filter nicht reinpassen. Das Ganze kann man auch noch ewig in die Länge ziehen, deswegen habe ich jetzt hier so ein bisschen Platz gelassen nach hinten, das Feld will ich sowieso nachher wegnehmen. Dass wir diese Maschine in diese Richtung noch weiterarbeiten können, mit mehreren dieser Systeme, damit man dann auch noch Rubber zum Beispiel reinpacken kann in irgendwelche Extraktoren oder verschiedene andere Maschinen. Man kann hier also etliche Sachen nebeneinander packen mit einer Eingangstruhe, die werden alle durchgeschossen und die jeweiligen Filter suchen sich das raus, was sie brauchen. Das heißt dann auch, dass dieses Ding nachher weiter nach durchwandert, der Ausgangsfilter wandert weiter nach hinten, die Dinger wandern auch weiter nach hinten und das Ding geht hier ganz rüber. So, das funktioniert dann auch schon fast dann soweit. Wir müssten jetzt nur noch mal zusehen, dass wir jetzt hier die Ansteuerung der Filter hinbekommen, weil die nämlich... Huch, da muss noch ein tiefer. Nein, nicht 2 tiefer, sondern 1 tiefer. Zack, das machen wir hier erstmal wieder dicht. Das ist gerade ein zu weit gewesen. So, hier muss ich nämlich einmal durchlaufen können. Nein, das war auch schon ein zu weit. So, hier werden wir auch unter aushöhlen. Weil das einfach schöner aussieht. Beziehungsweise nicht schöner aussieht, sondern es ist einfacher, damit zu arbeiten. Jetzt haben wir nämlich noch 2 Filter über. Das passt mir gerade gut in Kram. So, jetzt müssten wir mit dem Red Alloy Wire, weil das funktioniert nicht mit normalem Redstone, hier erstmal eine Linie lang ziehen. Hier muss ein Erdblock hin, damit wir hier nämlich um die Ecke bauen können. So, der kriegt hier nämlich auch noch und hier kommt auch ein Erdblock hin. Damit die alle gleichzeitig das Signal von dem Timer kriegen, den wir uns unten gleich bauen. Weil auf diese Weise werden die Dinger nämlich angesteuert. Hier komme ich jetzt gerade nicht hoch. Soll heißen, ich muss hier erstmal mir wieder einen hochbauen. Und das Signal können wir dann quasi an diesen Timer anbringen, den wir hier irgendwo dran setzen werden, schätze ich mal. Wir können ihn auch hier neben setzen. Das sehen wir dann gleich. Jetzt möchte ich erst noch ein paar Sachen aus dem Keller holen. Oh, die Sonne geht schon wieder unter. So, die Maschine, wenn die hochgeht, das wäre natürlich böse. Deswegen werden wir darauf achten, dass wir hier gleich keine Creeper und überhaupt keine anderen Viecher in der Gegend haben. Dann werden wir hier gleich nochmal ein bisschen was mitnehmen, wenn wir schon mal dabei sind.
Jetzt habe ich ganz vergessen, die Kühe zu füttern, verdammt. Ja, beschwert euch da hinten ruhig. Ich hab's ja nicht anders verdient. Genau, mut mich aus. Der ist fertig, die sind noch nicht fertig. Und das nächste große wird dann sein, dass wir hier die... Jetzt habe ich aus Versehen die eine Karotte mit weggerissen. Dass wir hier dann die Weizenfarm automatisiert kriegen. Da habe ich, wie gesagt, schon ein paar Ideen zu, wie wir das machen können. Scheiß drauf, ich reiß das hier erstmal alles runter hier. Eigentlich wollte ich das nicht alles runterreißen. Das machen wir jetzt aber mal einfach ganz kackenfrech. So, jetzt haben wir hier 4 Karotten schon wieder. 2, 3, 4. Die setzen wir erstmal irgendwie hier. Das ist mir gerade Wumpe. Zwischendurch auch noch Saat. Da können wir später auch noch ein bisschen was draus machen für die Hühnerfarm. Da können wir dann nämlich die Hühner mitfüttern. Hühnerfarm werden wir uns auch noch aufbauen. Die wird mir auch noch wichtig sein, alleine schon, damit wir noch Federn und Futter kriegen. Weiß gar nicht, ob man die auch automatisch dann verarbeiten und töten kann, die Hühner. Das wäre auch noch mal eine Idee, das rauszufinden. Da müssten wir dann aber zusehen, dass wir das irgendwie differenzieren, weil es gibt jetzt ja Küken und es gibt normale Hühner. Aus den Küken kriegt man noch keine Rohstoffe raus. Wäre deshalb doof, wenn die trotzdem gleich mitverarbeitet werden. Halt, so, zack, zack, zack. Die restliche Saat kann erstmal wieder mit nach unten. Jetzt haben wir gar nicht geguckt, ob da hinten genug Koks noch drin ist. Da werden wir mal einmal schnell hin. Das werden wir mal einmal schon mal aufteilen. Dann geht das nämlich umso schneller. Jetzt lassen wir auch kurz die Tür offen, damit uns da auf dem Rückweg vielleicht gleich keiner ausbremst. So, er kommt hier rein und er kommt hier rein und immer schön die Karte im Auge behalten. Ja, Erze haben wir bisher anscheinend noch keine hier groß gefunden. Oder die hat er vielleicht schon einsortiert, wer weiß das. Wer weiß das schon? So, von den Alloy Wires haben wir noch genug. Da kommt das Verzauberbuch schon wieder uns entgegen. Jetzt kann ich ja eigentlich mal gucken, ob man das hier verzaubern kann. Nein, kann man nicht. Dann wird man die Kettensäge auch nicht verzaubern können. Nein, kann man nicht. Schade eigentlich. Das Badpack lässt sich das verzaubern. Ich denke mal auch nicht. Nein, auch nicht. Gut, dann hat sich das erstmal erledigt mit den Verzauberungen. Wir werden da sicherlich nachher noch mehrere andere Sachen noch machen. Wir werden uns auch eine Diamantenspitzhacke werden wir uns auch noch zusammenschustern, die Glück und Effizienz drauf hat. Vielleicht auch noch Unbreakable. Auf einer ziemlich hohen Stufe, weil ich das dann gerne haben würde, um Diamanten zum Beispiel abzubauen. Weil mit Lack bekommt man aus Diamantenerz manchmal 2 oder auch mehr Diamanten raus. Das kann dann schon manchmal ganz praktisch werden. Meine Quarry kriegt jetzt immer nur einen raus. Deswegen würde ich mir diese Hacke nämlich später ganz gerne zusammenbasteln. Da werden wir einiges für an Leveln für brauchen. So, Filter haben wir noch über. Das können wir erstmal alles hier abkippen. Das Portal werden wir auch bald bauen. Das wird aber noch 1 bis 25 Folgen dauern, schätze ich mal. Nochmal der Tubes behalte ich erstmal dabei. Die Filter würde ich ganz gerne nochmal mitnehmen. Aus dem einfachen Grunde, weil ich vielleicht bei den Erzen, weil wir inzwischen schon so viele verschiedene gefunden haben, das, und auch Metallbahnen, dass wir da dann irgendwie, ja, dass wir da dann, weiß ich nicht, irgendwie, ja, ne, überhaupt. Dass wir da vielleicht 2 Filter für setzen müssen. Eine Truhe muss ich auf jeden Fall mitnehmen. Die waren, glaube ich, hier hinten noch drinnen. Wir hatten doch noch Truhen. Nee, nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir noch Truhen hatten. Entschuldigung. Da gab gerade das Essen wieder Pfötchen. Apropos Essen. Da ist mir vorhin wieder was aufgefallen, was mich immer schon lange geärgert hat, was ich jetzt hier an dieser Stelle mal loswerden möchte. Liebe Hersteller von Fertiggerichten, sag mal, welche Leute nehmt ihr eigentlich als Testesser, wenn ihr die Portionen verteilt? Da steht drauf, 4 Portionen. Mal ehrlich, das ist für einen hohlen Zahn. Das ist ja gar nichts. Das esse ich alleine weg. Und dann mache ich mir, habe ich danach immer noch Hunger. Das ist, wenn da so steht, ja, hier 4 Portionen oder für 4 Personen, oder 4 Personen, 4 Portionen, da steht ja manchmal verschiedene Sachen drauf, das reicht nie. Wenn da steht für 2 bis 3 Personen, dann reicht das für mich selber. Ich meine, so eine fette Sau bin ich auch nicht. Ich wiege meine 90 Kilo bei 1,83 Meter. Ich finde, das geht eigentlich. Gut, das ist leichtes Übergewicht vielleicht, aber das ist jetzt eine Sache, wie man es berechnet.